Und da sind wir auch schon wieder. Lass einen Bewohner das Ödland 7 Stunden lang erkunden. Tja, wir sind leider erst bei 3 Stunden. Da muss ich meine Leute schon wieder zurückholen. Wir haben noch ein paar Stufenaufstiege hier. Da, dort. So, ansonsten ist gerade alles Paletti. Ach, guck mal, Energie. Wir haben sogar genug Energie gerade. Das ist ja super. Wie lange braucht der Malkaff? 5 Stunden 23 noch bis zum nächsten Aufstieg. Und hier sind wir noch bei 69 Stunden, quasi 70 Stunden. Ach, krass. Krass, krass, bis wir die nächsten Fortschritte machen, die nächsten nennenswerten. Ja, dann schauen wir doch mal, was unsere Helden draußen erlebt haben. Der Klaus. Klaus ist nicht tot, das ist schon mal gut. Klaus hat auch noch 2 Stimpaks und einen Redaway übrig. Und ist seit 3 Stunden 50 Minuten im Ödland. Ich schaue erst noch nach dem zweiten, nach dem Maxi-Kit. Der hat noch 2 Stimpaks und 2 Redaway übrig. Ist 1 Minute kürzer im Ödland und auch nicht tot, was mir auch gut gefällt. Und hat noch irgendwas Cooles gefunden hier. Das ist irgendwie neu, glaube ich. Das hatten wir noch nicht. Naja, cool, okay. Auf jeden Fall gucken wir jetzt mal, was den beiden noch so widerfahren ist. Erstmal der Klaus. Scroll, scroll. So, bei 2 Stunden 52 fängt das Protokoll an. Ein wilder Hund wurde getötet. Ebenso eine Maulwurfsratte, eine Blähfliege, eine Maulwurfsratte, ein Jaoguai wurde auch getötet, eine Radkakalake, eine Blähfliege, ein wilder Ghoul. Der Hund eines Sammlers war leider zu stark. Ein wilder Ghoul wurde getötet. 2 Kronkorken gefunden. Insgesamt 247 Kronkorken gefunden. Ist schon nicht schlecht. Der Hund eines Sammlers ist zu stark. Eine Riesensoldatenameise hat mich verletzt. Ich blute und verschwinde. Eine Riesenameise ist tot. Die gehen, aber die Riesenarbeiterameisen noch nicht. Blähfliege wurde getötet, die sollte auch kein Problem mehr sein. Ja, die Riesenarbeiterameise ist wieder gnadenlos. Blähfliege wurde getötet, Riesenarbeiterameise nicht. Feuerameisensoldat hat mich in Brand gesteckt. Ich kann ihn nicht besiegen. Wir brauchen einen Flammenwerfer. Obwohl gegen Feuerameisen ist er wahrscheinlich nicht so gut, aber Flammenwerfer ist meine neue Lieblingswaffe, muss ich sagen. Weil damit muss man nicht großartig zielen. Man hält einfach drauf und trifft immer irgendwie. So, Blähfliege wurde getötet. Feuerameisensoldat leider nicht. Riesensoldatenameise hat ihn verletzt. Ich habe ein Stimpak benutzt. Nach 3,5 Stunden fast. Achso, da war vorher schon mal eins wahrscheinlich. Feuerameisensoldat hat mich in Brand gesteckt. Wilder Ghoul wurde getötet. Feuerameisensoldat in Brand gesteckt. Riesenarbeiterameise, es hat keinen Sinn zu kämpfen. Und noch ein Feuerameisensoldat. Ein Jaoguai wurde getötet. Blähfliege wurde getötet. Feuerameisensoldat leider nicht. Riesenarbeiterameise ist auch noch zu stark. Die Fühler der Riesenameise zittern. Sie macht sich bereit zum Todesstoß. Aber die Riesenameise ist tot. So, Riesenarbeiterameise ist gnadenlos. Wilder Ghoul wurde getötet. Riesenarbeiterameise ist gnadenlos. Hund des Sammlers ist zu stark. Radkakalake wurde zerquetscht. Entdeckertagebuch. Neuer Eintrag. Überall Raider, die klauen und morden. Ich kletter da hoch und schaue mich mal um. Oh, ein nettes kleines Haus. Das war es zumindest mal. Der Aufseher hat die richtige Entscheidung getroffen, mich auszuwählen. Was war das? Ein wilder Ghoul wurde getötet. Eine Kreuzung, links oder rechts? Rechts, denke ich. Ein Swimmingpool voller Skelette. Herzallerliebst. Da waren wir doch auch schon mal. Da ist doch irgendjemand schon mal vorbeigekommen. Ist ruhig hier. Zu ruhig. Mir läuft der Schweiß in die Augen. Aua. Ich glaube, ich gehe mal eine Weile nach Norden. Ich höre Singsang. Wahrscheinlich so eine verrückte Sekte. Ich bleibe lieber auf Abstand. Frische Spuren. Tiere oder was Schlimmeres? Der Hund eines Sammlers ist zu stark.
Und damit rufe ich den Klaus zurück. Und er wird in knapp 2 Stunden wieder bei uns sein. Und dann sehen wir, wie es dem Maxi-Kid ergangen ist. XD. Schauen wir mal. So, bei 2 Stunden 54 beginnt das Protokoll. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist die erste Zeile weggerutscht. Riesensoldatenameise getötet. Echt? Ich dachte, die wären noch zu stark. Ist ja ein Ding. Wow, Maxi-Kid. Na gut, der ist Stufe 11. Ich weiß gar nicht. Stufe 14. Mist, jetzt muss ich wieder hochscrollen. Verdammt. Das war ein Fehler. Ich mache heute dauernd dumme Fehler. In der Aufnahme vorhin ja auch schon. So, jetzt nochmal. Riesensoldatenameise. Konnte getötet werden. Nicht schlecht. Riesenameise. Riesenameise ist tot. Riesensoldatenameise. Ich blute und verschwinde. Der Hund eines Sammlers ist zu stark. Eine Riesenameise ist tot. Blähfliege wurde getötet. Riesenameise ist tot. Riesensoldatenameise. Ich verschwinde. Riesenarbeiterameise. Es hat keinen Sinn zu kämpfen. Ah, Hund eines Sammlers ist zu stark. Riesensoldatenameise. Ich verschwinde. Ein Yaogwai wurde getötet. Ein wilder Ghoul wurde getötet. Eine Radkakalake sowieso. Ein Yaogwai. Feuerameisensoldat. Er wurde in Brand gesteckt, der arme Maxi. Ah, der wilde Ghoul wurde getötet. Feuerameisensoldat hat ihn in Brand gesteckt. Riesenameise wurde getötet. Feuerameisensoldat in Brand gesteckt. Wilden Ghoul getötet. Ratskorpion. Fast aufgespießt, mir reicht's. Riesenarbeiterameise, es hat keinen Sinn zu kämpfen. Was? Ich habe den Ratskorpion getötet. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ja, Wahnsinn. Und direkt mal 575 EP erhalten dafür. Das ist ja super, Maxi. Super, Maxi. Ratskorpion, ja. Ratskorpione waren sonst immer schon ein Problem. Da oben nämlich auch. Fast aufgespießt, mir reicht's. Und hier unten wurde der nächste Ratskorpion einfach mal gekillt. Arschgut. So, Yaogwai wurde getötet. Hund eines Sammlers. Was? Ich habe den Hund des Sammlers getötet? Leider hatte ich keine Wahl. Die waren bis jetzt auch immer alle so stark. Hör mal, der Maxi, der dreht ja richtig auf. Der räumt das Ödland sauber. Das ist ja ein Ding. So, Riesenameise. Riesenameise ist tot. Riesensoldatenameise, ich verschwinde. Feuerameisensoldat in Brand gesteckt. Ich kann ihn nicht besiegen. Das wird noch, das wird noch. Ein Stimpak benutzt. Riesenarbeiterameise. Es hat keinen Sinn zu kämpfen. Feuerameisensoldat. Ich kann ihn nicht besiegen. Riesenarbeiterameise ist tot. Riesenarbeiterameise ist tot. Ganz schön knapp. Krass, der Maxi. Das ist ja ein Ding. Der killt die ganzen Viecher, die für andere zum Teil noch zu stark sind. Wilden Ghoul getötet. Aua, meine Füße tun weh. Feuerameisensoldat, ich kann ihn nicht besiegen. Okay, ich geb's zu, ich habe eine Heidenangst. Dafür machst du aber einen richtig guten Job. Entdecker Tagebuch, neuer Eintrag. So viele Skelette, die Welt ist ein Grab. Den Satz hatten wir auch noch nicht, aber der passt. So, Radkakalake wurde zerquetscht. Ja, die sollte auch kein Problem mehr sein. Da drüben könnte was sein. Ich habe Folgendes in einem Spind gefunden: Luftgewehr. Naja, gut. Ich werde erstmal ein Bad nehmen, wenn ich zu Hause bin. Wir haben gar kein Bad gebaut, kann das sein? Ich brauche ein Swimmingpool. Eine Weggabelung. Ich glaube, ich gehe nach rechts. Riesenarbeiterameise ist tot. Das war ganz schön knapp. Geil. 510 EP dafür. Eine Weggabelung. Ich glaube, ich gehe nach links. Puh, ich stinke. Ja, gut, nach fast 4 Stunden. Entdeckertagebuch, neuer Eintrag. Essen zum Teil genießbar. Konservierungsmittel. Könnten die anderen doch nur sehen, wie schlimm das ist. Ja, die kommen ja alle mal raus. Ich glaube, ich gehe hier entlang. Ob ich wohl eine Massage kriege, wenn ich wieder zurück bin? Ja, kannst du aber mal mit den anderen drüber reden. Ich glaube, der Error hatte sich da schon mal angeboten. Zwar nur für seinen Sohn, aber, also der Punky quasi. Wo war ich jetzt? Entdeckertagebuch, neuer Eintrag, hab Hunger, will ein Salisbury Steak.
Riesensoldatenameise. Ich konnte die Riesensoldatenameise töten. Wahnsinn. Krasse Sache. 645 EP dafür erhalten. Hammer. Der Maxi räumt das Ödland auf. Ist echt cool. Sollte ich zurück zum Vault? Vielleicht bald. Ist das Musik? Gibt es hier irgendwo ein Radio? Ja, unseres. Ist da drüben was? Radkakalake wurde zerquetscht. Entdeckertagebuch. Neuer Eintrag. Recht und Gesetz sind nicht mehr. Dieser Weg sieht gut aus. Ja, dann hoffe ich, dass er dich zurück zur Vault führt. Knapp 2 Stunden. Oh, alles einsammeln, alles einsammeln. Nein! Ach doch, ich wollte ja Feuer. Ja! Ein Feuer! Ich muss ja noch Vault-Feuer löschen. Sehr schön. Lösch das Feuer, lösch das Feuer. Feuer, Feuer. Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch einer. Da. Feuer, Feuer, Feuer. Na los, lösch das Feuer. Ja, das sieht doch gut aus. Winzig kleine Flämmchen nur noch. Sollte hier im Moment aus sein.